zu einem weiteren Video der TradeSkillMaster 4 Videoserie und heute geht es um das Thema Settings. Da sind einige Funktionen dabei, die man durchaus wissen sollte, bevor man Richtung Crafting und Operationen geht. Wenn wir TSM aufmachen, haben wir da ganz rechts das Menü Settings. Ich werde nicht jeden Punkt durchgehen. Einige sind wirklich schon sehr genau eingestellt, da wo es um die kleinsten Details geht, was man angezeigt haben will, wie was aufgezeichnet werden soll und so weiter. Wir gehen jetzt da mal die kleinen Punkte durch unter General. Das Ganze habe ich auch bei mir auf meiner Homepage. Könnt ihr dann durchscrollen unter TSM Settings. Die Links gehen in die Beschreibung. Da ist auch alles nochmal mündlich, steht drinnen die einzelnen Menüpunkte, wie man was einstellt. Also dürfte für jeden was dabei sein. Schauen wir uns das kurz im Spiel an. Minikartensymbol ausblenden. Ich glaube, das liegt auf der Hand, was das heißt. Die Profile unter den normalen Settings ist schon mal der wichtigste Punkt. An der Stelle erstelle ich unser Profil. Wenn ich jetzt das nenne, TSM Settings Profil. Brauche ich nur dort unten den Namen reinschreiben, neues Profil erstellen und das ist drinnen. Will ich ein Profil löschen, muss ich immer auf ein Profil auf ein anderes gehen und kann wieder das TSM Settings Profil löschen. Einfach. Account Sync ist, wenn man zwei WoW Accounts hat und die miteinander verbinden will, sprich mit Datenaufzeichnung. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt es noch nie wirklich hingebracht, dass das auch funktioniert. Mit TSM 4 ist die Frage, ob das jetzt funktioniert. Auf jeden Fall die Funktion wäre da, dass man diese Accounts miteinander verbindet. Und die Twitter-Integration, das heißt, so wie es für WoW gibt mit der Selfie-Kamera damals, gibt es auch für TSM eine Twitter-Schnittstelle. Das heißt, wenn ihr was Teures verkauft, kann man das mit Twitter teilen. Also für diejenigen, die jeden Tag Items um ein paar Millionen Gold verkaufen, sicher keine schlechte Funktion, das anderen mitzuteilen. Zu den Tooltip-Einstellungen. Tooltip, was sind das? Das sind die Sachen, wenn wir über ein Item drüber fahren, was uns alle möglichen Informationen drüber liefert. Wie gesagt, ich habe sie da eingeschalten. Dort könnt ihr einstellen, wie das ausschauen soll, ob Münzen oder Gold, das Preisformat. Dann Tooltip-Format, ob es vollständig ist, ob der Operationsname mit angezeigt werden soll. Binde Tooltips mit ein, würde ich den Haken rausnehmen, seht ihr, haben wir da oben keine Tooltips. Natürlich wollen wir die haben, dass die sauber ausschauen, in einem Feld und nicht so wie jetzt so geteilt. Gruppenname anzeigen lassen ist auch nie schlecht, weil oft Leute wollen ein Item erstellen. Oft wollen die Leute ein Item erstellen oder irgendwo ein Item hinzufügen und finden das aber unter, wenn sie auf Gruppen gehen, suchen das, finden es nirgends, ist nirgends im Inventar. Wahrscheinlich, weil es schon irgendwo hinzugeordnet ist. Drum, wenn ich da drüber fahre, sehe ich dann immer, in welcher Gruppe oder wo das Item zugeordnet ist. Zum Beispiel Erze, sehe ich da Gruppe Erze oben. Also das finde ich einen recht wichtigen Punkt. Würde ich die Gruppennamen anzeigen lassen. Vendor Buyout und Sell Price ist die Frage, ob man es braucht. Kann man mit reinnehmen. Irgendwann wird nur das Ganze so lange, die Liste, dass man nicht mehr weiß, wohin. Value Sources. Das ist jetzt einer der wichtigeren Punkte für die Tooltips. Dort wird angezeigt, welche Preisquelle euch im Tooltip angezeigt wird. Mindest-Sofortkauf finde ich wichtig. Marktwert ist der DB-Market, das heißt der Wert des Items über die letzten 14 Tage. Zeige historischen Preis, das ist der Wert des Items über die letzten 60 Tage auf eurem Server. Bei Realm Data. Regio Data heißt alle EU-Server. Da gibt es das gleiche wieder, Min-Buyout, Regio historischer Preis. Dann gibt es dann noch Regio Sale Average, das heißt, zu welchem Preis wird das Item regional, also auf allen EU-Servern im Durchschnitt, zu welchem Preis wird es im Schnitt verkauft? Die Sale Rate ist schwierig zu analysieren, die ist meistens sehr klein. Anhand der Sale Rate irgendwas zu sagen, okay, das Item geht besser, das geht schlechter, finde ich schwierig. Und Sold per Day, auch keine schlechte Sache, weiß man ungefähr, was so am Tag weggeht. Ob ein gewisses Erz einmal am Tag weggeht oder 10.000 Mal. Und Global Data haben wir dann natürlich das gleiche nochmal
Und Global Data steht für alle EU- und US-Server. Unter benutzerdefinierte Quellen sind unsere selbst eingestellten, da kommen wir später noch dazu. Auch dazu finde ich, zeige es jetzt schon mal, benutzerdefinierte Quellen. Wenn ich mir selbst eine Preisquelle erstelle, dann ist es da drinnen und ich kann sie da nochmal unter den Tooltip-Einstellungen mit anzeigen lassen. Buchführung, Sale-Info, wie viel Display expired Auction, was heißt das? Das heißt, wie viel Auktionen, wie oft ist die Auktion, die ich reingestellt habe, schon ausgelaufen, ohne dass sie wer verkauft hat. Kann für Transmog-Items interessant sein, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich schon 100 Mal reingestellt, 100 Mal ist es ausgelaufen, jetzt entweder ich verkaufe es beim Händler oder ich entzauber es einfach. Sale Rate, eigentlich allem das gleiche. Auction Value herstellen sind die Materialkosten, Herstellungskosten und Materialkosten ist vielleicht auch nie ein Fehler, wenn man drüber fährt, dass man das mitsieht. Da unten TSM Crafting, wenn jetzt drüber fahren, sehen wir eine Herstellungskosten von 692 Gold. Zeigt es mir dann mit an. Moment, jetzt schauen wir noch irgendwo. Ihr seht, wie viele Tooltips da drauf sind. Da ist schon teilweise zu überfüllt, dadurch, dass ich jetzt alles angeklickt habe, dass man schon gar nicht mehr weiß. Wenn ich jetzt noch die Materialien mit aufliste, und ich schaue gerade, dann steht unter den Herstellungskosten noch Geistereisenbahn mal 20. Irgendwann hat man halt so eine Litanei, dass man den Bildschirm nicht mehr sieht vor lauter Tooltips. Einkauf ist der Shopping-Max-Preis. Zerstören ist, dass euch angezeigt wird, der Wert des Items, wenn man es sondieren würde. Schauen wir, ob wir Prospect Value da irgendeine Information haben. Da Prospect Value 17 Gold, wenn ich das Geistereisenerz sondieren würde. Zeige Entzauberungswert, suchen wir uns noch raus. Entzauberungswert 35 Gold. Also wenn ich jetzt die Stiefel entzaubern würde, 35. Nächster Punkt, Accounting. Track Sales und Purchase via Trade. Jetzt sind momentan sind da noch, ich habe zwar die deutsche Version drauf, es sind aber noch nicht alle Sachen auf Deutsch übersetzt. Das heißt, wenn ihr das Video anschaut, in vielleicht ein, zwei Monaten kann es sein, dass das dann schon auch Deutsch steht. Für uns heißt das jetzt eigentlich nur, dass er, wenn ich Sachen über einen Handelschat verkaufe, also mit jemandem direkt handel, dass er mir die anzeigen soll. Das finde ich recht praktisch. Dann Auctioning, breche Auktionen mit Gebot ab. Das heißt, wenn ihr das anhakt, dann werden auch Auktionen, wenn schon jemand drauf geboten hat, wieder abgebrochen. Round Normal Price, das heißt, wenn ihr der einzige seid, der das Item ins Auktionshaus stellt, dass es nicht für 5 Gold, 23 Silber, 17 Kupfer reingeht, sondern für 5 Gold, 20 oder für überhaupt dann für 5 Gold, dass er zum Normalpreis rundet. Disable Invalid Price Warnings, das heißt, dass euer Chat nicht voll ist mit Fehlermeldungen. Ich finde irgendwie, das sollte man nicht anhaken, denn ich will ja wissen, wenn irgendwas schief läuft, wenn ihr zum Beispiel ein Item irgendeine Preisquelle einen Fehler hat. Dann Haarfensteroptionen sind noch die Sounds, das heißt, wenn ein Scan complete ist, kann ich sagen, dass es klingen soll, als wie eine Schlachtzugswarnung. Wenn es Reinstellen fertig ist, soll der Sound kommen. Die weiße Liste ist wieder für Leute, wenn jetzt ein Freund von euch auf dem gleichen Server ist, das gleiche Item verkauft, dass ihr euch nicht ständig alle 5 Minuten unterbietet, sondern dass dann stellen beide zum gleichen Wert rein. Vorsicht ist aber, wenn euer Freund sein Gebotspreis für das Item niedriger ist wie eurer, dann steht sein Item wieder vor euch drin. Destroying, da haben wir dann allgemeine Optionen, die Stack Combination, das heißt, dass er beim Zerstören automatisch die Stacks zusammenfasst. Ich schaue jetzt gerade, ob wir TSM Destroy offen haben. Okay, ich habe die Erze ausgegraut noch. Auf jeden Fall, dass er die Stacks kombiniert. Show Destroying Frame automatisch, das heißt, dass er euch automatisch immer das Zerstörenfenster anzeigt, wenn ihr einloggt, wenn ihr reloadet oder wenn ihr ins Spiel einsteigt. Die Maximum Entzauberungsqualität ist, dass er bis episch, das ist so ein leichter Schutz, dass er zum Beispiel epische Items nicht entzaubert.
dass sie das nicht wollten, weil es kann schon mal vorkommen, dass man einen Fehler macht und plötzlich durchs Makro entzaubert er das Inventar und da sind aber eure Raid-Items drin. Drum, ich setze da meistens auf selten oder auf episch, je nachdem, das bleibt sie eben selber lassen. Zeige nur Items mit einem Entzauberungswert über den benutzerdefinierten Preis. Das heißt, euer TSM Destroy zeigt euch dann nur die Items an, die im Beispiel, wenn ich jetzt da 30 Gold eingebe, nur die mindestens 30 Gold geben, wenn ich sie entzauber. Das heißt, das Fenster ist wesentlich gefilterter. Das sind nicht alle grünen Items dann drin, sondern nur, wo euer Entzauberungswert mehr wie 30 Gold bringt. Und da Ignore-Items, da könnt ihr wieder Items rausnehmen. Wenn ich jetzt dahergehe, TSM Destroy öffne im Chat, TSM Destroy im Chat schreiben und auf Rechtsklick ignorieren. Dann haben wir jetzt den Vorführeffekt, dass es nicht geht. Aber wie gesagt, wir sind in der Beta gefühlt in der Beta-Phase. Ja, ignorierte Items sollt aber dann da drinnen sein, zum späteren Zeitpunkt mal. Ich hoffe, das kommt noch. Inventar und Mailing. Anzahl der Taschenplätze, die frei bleiben sollen. Das heißt, wenn ihr beim Posteingang, wenn ihr Items lootet, dass Minimum 8 Plätze frei bleiben. Wer es braucht, das sind so ein paar Spielereien. Benutzerdefinierte Preise. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt, gerade wenn ihr zum Beispiel von anderen Streamern, YouTubern Profile importiert, muss man meistens auch deren Preisquellen importieren. Ich habe da von Shira das Profil, die hatte das Shaymin, Max und Normal. Ich kann auch ihr Profil nochmal in die Beschreibung geben zu TSM4. Da muss man dann hingehen, Shaymin erstellen und da ihre Preisquelle eingeben. Wenn ihr eure eigene Preisquelle erstellen wollt, braucht ihr nur auf Füge neue Preisquelle hinzu. Custom Price nennt den ganzen Test. Enter. Jetzt fragt man sich, wo soll das jetzt reinschreiben? Ich finde das grafisch etwas komisch gelöst. Da draufklicken und die Preisquelle hineinschreiben. Unter Herstellen, Inventaroptionen, Charakter ignorieren. Das heißt, wenn ihr wollt, dass zum Beispiel der Charakter beim Herstellen nicht mit eingerechnet wird, Gilde ignorieren. Ob man es braucht, das sind alles so Spielereien. Ich glaube, für Anfänger nicht wirklich wichtig. Dann die Preiskonfiguration fürs Crafting. Die Materialkosten stelle ich da ein. Das heißt, wenn man einen Beruf aufmacht, da komme ich dann zum Thema Crafting später noch. Und zwar, wenn wir da den Beruf aufmachen, haben wir da ja einen Gewinn, was uns anzeigt. 2800. Wie errechnet sich dieser Gewinn in TSM? Die Materialkosten will ich, dass er mit dem DB-Min-Buyout rechnet. So ist meine Einstellung. Das heißt, das ist der Wert des Items in den letzten 30 Minuten. Da ist aber immer Vorsicht geboten, weil wenn ich 10 Mal ein Item herstelle und ich habe aber nur die Materialien, sind für ein Item um den Preis drinnen und für die nächsten 8 Items ist es aber wesentlich teurer. Dann ist Min-Buyout immer gefährlich. Da nehmen manche lieber DB Market. Das ist der Wert über die letzten 14 Tage. Das muss aber nicht heißen, dass gerade aktuell der Wert, dass das Item gerade zu dem Wert drin ist. Also ich fahre mit Min-Buyout. Wenn wir jetzt da drüber fahren, wäre der Mindest-Sofortkauf 11 Gold 78. Würde mir da jetzt rechnen. Und Default Craft Value, das ist die Methode, mit der mir den Gewinn ausrechnet, wenn wir jetzt da drüber fahren. Jetzt haben wir zugemacht. Settings herstellen. Das ist der Wert des Items und also der Wert des Items abgezogen von den Materialkosten. Und das ist genau das, was er mir da ausrechnet, wenn ich nicht immer daneben klicken würde. Settings, Makros, herstellen. Crafting Report. Jetzt schauen wir uns da was an, zum Beispiel die Jade-Schlangenklinge. Ah, die ist wohl klein. Ah, doch, geht schon. Jade-Schlangenklinge hat einen Marktwert von 9604. Herstellungskosten sind 380 Gold. Jetzt nehmen wir irgendwas, wo die Herstellungskosten vielleicht eine Spur höher sind. Da zum Beispiel
Da Herstellungskosten 1063 Gold, Gewinn 6636, wenn ich es herstelle. Boshafte Bürgerstulpen. Jetzt da den DB Market weg, Minbar wegnehmen und einmal das Ganze kurz laden. Jetzt habe ich nicht geschaut, was der Gewinn war. Müssen wir noch mal kurz schauen, ob sich der Gewinn jetzt verändert hat. So, machen wir das Ganze noch mal auf. Boshafte, haben wir gesagt. Boshafte. Jetzt weiß ich schon nicht immer mehr, was wir überhaupt vorhin gesucht haben. Boshafte Byrium-Brustplatte. Nein, machen wir das nochmal zurück. Boshafte Byrium-Brustplatte, machen wir das neue Beispiel. Haben wir da gerade Herstellungskosten 1372, 6500 Gewinn. Bei boshafter Byrium-Brustplatte. Jetzt ändern wir den Wert komplett, dass man es wirklich sieht, vielleicht jetzt auf DB Global Market Average. Am besten immer ein Reload dazwischen. Das braucht TSM, das war beim 3er schon so, das braucht das 4er auch. Immer wieder mal ein Reload dazwischen ist nie ein Fehler. So, gemerkt haben wir uns jetzt, boshafte Byrium-Brustplatte. Beim zweiten Anlauf wird es wohl passen. Wir machen den Beruf auf. Wenn ihr fragt, was das da rechts ist, ich sehe das auch gerade zum ersten Mal. Ich schätze mal, dass das läuft, hängt mit All the Things zusammen, dass das Addon da so rechts aufgeht. Boshafte Byrium-Brustplatte. So, und jetzt haben wir schon einen Gewinn von 7.838 Gold. Warum? Weil wenn wir drauf schauen aufs Item, haben wir einen regionalen Marktwert von 7.800. Regional, ich habe den globalen nicht angezeigt. Das machen wir jetzt auch noch. Der Form halber, dass es wirklich für alle ersichtlich ist. Settings, dann unter Tooltip-Einstellungen. Value Sources. Globaler durchschnittlicher Marktwert. Das wäre der Haken. Wir machen den Beruf wieder auf. Suchen das Item. Boshafte Byrium. Brustplatte. Und sehen, dass wir einen globalen Marktwert unten von 9210 Gold haben. Und einen Gewinn von 7800. Das heißt, fürs Verständnis jetzt, er hat jetzt diese Preisquelle, was ich euch da vorhin gezeigt habe, unter Settings, Shopping, herstellen. Das ist das Item, nachdem man im Auktionshaus die bewerten soll, diese Items, die da drinnen sind. Alle, die da drin sind, die Gewinne errechnen sich anhand des globalen Marktwertes. Für mich eigentlich uninteressant, weil wenn, dann will ich DB Minbarot, das was gerade das günstigste mal ist. Und dann sinken die Preise natürlich, teilweise wieder. Und die Materialkosten ist natürlich, würde ich auch Minbarot nehmen, nicht global, weil auf einem anderen Server sind auch andere Werte oder generell. Was zudem Makros, ein wichtiger Punkt. Damit ich nicht 3000 Items mit jedes Mal erstellen ins AH stellen muss, gibt es die Makros. Dort oben kann man auswählen, was mit dem Makro passieren soll. Ich habe zum Beispiel Destroying ausgelassen, weil mir das schon passiert ist, dass ich plötzlich meine Items aus dem Inventar entzaubert habe. Durchs Draufklicken oder durch Mausrad, die Alt-Taste gedrückt halten, Mausrad drehen. Die Konfiguration ist dann so, Mausrad oben, nach unten und die Alt-Taste gleichzeitig gedrückt halten. Wichtig ist, wenn ihr sowas macht, immer außerhalb von einem TSM-Fenster, nicht im Fenster. Das machen im Auktionshaus viele den Fehler, dass sie dann die Alt-Taste und nach oben, unten gedrückt halten und da drinnen scrollen, immer außerhalb. Wie gesagt, auf das aktualisiere vorhandenes Makro geht es auf die Maus. Shopping und Sniper. Shopping, das heißt DB Market, sind die Prozentzahlen. DB Market
Das heißt, der Marktwert über die 14 Tage, letzten 14 Tage auf meinem Server, bleibt jedem selben überlassen, was er da macht. Sprich, wenn jetzt jemand, wenn ein Item einen Marktwert von 100 Gold hat und das stellt jetzt jemand für 10 Gold rein, dann zeigt es mir im Auktionshaus bei Shopping bei 10% an. Die Entzauberungssuche ist, glaube ich, noch nicht ganz angepasst an BFA, weil da geht noch ein Maximum auf 905. Ich glaube, das muss noch angepasst werden. Sniper, wenn Sniper-Optionen, wenn ein Item gefunden wird im Auktionshaus, dann soll es euch einen Sound geben wie Quest abgeschlossen. Kann man da einstellen. Dann Vendoring, dass wenn ihr was verkauft, dass ihr euch anzeigen soll, Display Total Money Received, das heißt, wie viel ihr vom Händler bekommen habt. Die Schnellverkaufsoption, das ist was ich nicht schlecht finde von TSM. Das zeige ich jetzt da, kommt aber auch noch ein eigenes Video. Ist jetzt da mit DB Market eingetragen. Das finde ich auch ein tolles Feature jetzt von der neuen Erweiterung, von dem Addon. Wenn ich den Händler aufmache, habe ich da eine Liste. Und die zeigt mir an, welchen Wert die Items in meinem Auktionshaus haben oder die in meinem Inventar haben. Sobald ich einen Händler aufmache, sehe ich, dass ich zum Beispiel den Obsidium-Klingenspeer hatten 7262 Gold. Und das ist der DB Market. Wenn wir da schauen, unter Marktwert steht 7262. Wenn ihr jetzt da hergeht und auf Settings, Vendoring, was anderes einstellt, DB Min Buyout, dann könnt ihr beim Händler nach dem Min Buyout auflisten. Ich finde das, wie gesagt, recht angenehm, weil so sehe ich, okay, das ist 7000 Gold wert, das verkaufe ich nicht. Das andere Zeug unter 100 Gold, das verkaufe ich alles beim Händler. Das war jetzt mal ein kleiner Einblick in die Settings. Wenn jemand Fragen hat, einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn es demjenigen, der es gefallen hat, wenn er ein Abo da lässt und vielleicht sogar auch über meinen TSM Premium Link vielleicht sich noch mehr für TSM interessiert und noch den YouTube-Kanal und Stream gleichzeitig unterstützt. In dem Sinn, viel Erfolg und bis zum nächsten Video.